So, hallöchen und herzlich willkommen hier bei GameStory zu einer weiteren Folge mit Bayern die Welt erobern. Bei Europa, oder mir ist alles 4. War irgendwie verkehrt rum, aber egal. Ja, wird mal wieder Zeit, dass wir ein bisschen weitermachen. Vor allen Dingen, nachdem ich ja endlich es geschafft habe, Westrum mal ein bisschen einzudämmen. War aber auch ein sehr langer und schwieriger Krieg. Wupp, wupp. Mike. Okay. Oh, ich kann sogar auch die Wirtschaftshegemonie jetzt ausrufen. Ja, warum eigentlich nicht? Weißt du nicht, ob jetzt da deshalb uns irgendjemand Probleme bereitet, aber das werden wir schon sehen. Wenn mir nur jemand Probleme bereitet, dann Somalia, aber ich glaube. Nicht unbedingt. Wo seit. Warum seit. Achso, wegen dem Krieg, glaube ich. Schokolade. Nö. Muss ich mal kurz überlegen. Sind wir denn noch? Ich bin noch, ich kann Rom wieder angreifen, prinzipiell. Nur wird mir Ding nicht helfen, schätze ich mal. Ja. Für Somalia stehe stabilisieren. Weil natürlich problematisch ist es ja, weil sie immer noch gegen Iran Schah und Iranisch-Sudan, warte mal, lass mich mal kurz. Lass mich mal kurz schauen, was ich davon haben möchte, eventuell. Wenn ich mir das so angucke.
Okay. So. Hoffentlich greift mich rum nicht irgendwann an. Das wäre ein Problem. Das wäre ein Problem. Ehrenschau erhielt ein Geschenk von Westrom. What the fuck? Was ist denn mit euch los? Das ist ein bisschen teuer, sehe ich gerade. Eieiei. Ja. Goldenes Jahr.
Ah, zeigt es Mondladung, tritt in 8 Tagen ein. Und da haben wir es. Bayern ist auf dem Mond gelandet.
Yep, so sieht's aus, Mike. Was macht eigentlich Somalia? Na gut, sie kommen langsam.
Neue Technologie. Und zwar der Hauptschlachtpanzer. Der Hauptkampfpanzer soll die direkte Feuerrolle in modernen Armeen ausfüllen. Okay. Und wir können entscheiden zwischen dem Typ 90 Kiyomaru, den Nana Equal Chip 62, der T-80, der Leopard 2 oder der M1 Abrams. Leopard 2. Eindeutig. Jaha. Was seid ihr denn? Ja. Ihr seid das da? Ja. Nein. Thank you.
Ach ja, haben wir es jetzt dann bald. Ja, es ist vorbei, wie schön. Und wir haben tatsächlich Ländereien bekommen. Das war, glaube ich, sogar wieder alle, die ich haben wollte. Shario Karamekdan, Konjikala, Kapedak und Tabikli. Okay.
Ach ja, jetzt wird es dann echt langsam Zeit, dir gegen Westrum zu ziehen. Das wird ein Spaß. Nicht. Nö. Was soll ich denn mit euch allen als Bündnispartner? Verpisst euch alle miteinander. Wir sind im Informationszeitalter angekommen. With computers and telephones, information is more accessible than ever before. This is raising the awareness the people making it harder by countries to get away with attractiveness? They will have to be careful and look after the public image. Okay. Der Lunak Händler plus 2. Akzeptierte Kulturen plus 2. Unruhen global minus 2. Diplomatische Beziehungen plus 2. Kosten in Lukin minus 10%. Zinsen Darlehen minus 2%. Inflationsreduktion. Okay. Händler plus 2 könnte ich sehr gut gebrauchen aktuell. Dagegen hätte ich absolut nichts einzuwenden. Ah, jetzt hat sich Westrum wieder mit Somalia verbündet. Ach, fuck, Mann. Aber gut, das Bündnis auflösen will ich ja trotzdem. Also das ist ja noch, ist noch kein Problem, das können wir wieder auflösen. Ja, das ist jetzt nicht das Problem. Wenn es dann soweit sein muss, dann kann man das ja wieder machen.
dass ich hier mit dem Geld besser hinkomme, ey. Militärische Stärke. Ich habe 89. Oh, ich bin stärker daran. Ja, gut, weil sie ständig Atomwaffen bauen. Scheint ja doch ein bisschen was zu bewirken. Das erste Mal mein Darlehen zurückzahlen, bevor ich überhaupt damit anfangen kann, rum wieder anzugreifen. Als Seehegemonie, Westrom. Was stinkt euch das eigentlich nicht, Leute? Stinkt euch das eigentlich nicht?
Estrom erhielt ein Geschenk von Dwarkur. Als hätten die irgendwas nötig. Kommen halt nur scheiß Bündnisangebote, ey. Vielleicht macht es echt Sinn, sich zu versuchen, nochmal Westrum zu schnappen oder so. Westrum. Erantia. Irgendwie schaffen die, dass sie die Staatsehe auflösen. Das wäre schön. So, jetzt können wir das Darlehen zurückzahlen. So. Okay, jetzt sind wir erst einmal wieder. Gut. Timo, kannst du mal bitte aufhören? Ich will mit euch nichts zu tun haben.
So, die haben ja einen Waffenstillstand, stimmt. Aber der ist ja nicht so wichtig. Muss ich mal kurz überlegen. 1 Million. 130k Rekrutenreserve. Ich habe viel zu viel davon. Also viel, viel mehr als er auf jeden Fall. Okay. Aber geltlich fehlt es mir noch ein bisschen. Aber von der militärischen Macht haut's hin, weil. Weil wir erst einmal nicht weiterkommen. So möglich ist es auf jeden Fall. Wir sind aktuell bei 1, nee, bei 3. Moment mal. Okay. Gut, ich bin eh schon nah am Limit dran, also passt's ja eigentlich noch. Okay. Es wäre halt echt nice, wenn das Shogunat auch mit der... das Shogunat, meine Güte. Wenn die halt auch einfach mit dabei wären. Aber scheiß drauf. Wenn sie nicht dabei sind, sind sie nicht dabei. Noch bis wir 10k haben und dann versuchen wir es ein zweites Mal gegen Westrom. Bereiten wir uns noch besser vor. Was heißt noch besser vor? Also ich meine, was soll ich noch tun? Noch besser.
Ach so, da muss ich mal gucken. Dass ich mal die rausnehme. Ich dachte, wenn ich sie lösche, reicht das, aber es ist leider nicht der Fall. Okay. Ah, 85, ah ja, wegen der Hegemonie minus 50. Staatsehe. Ja, das ist das Problem mit der fucking Staatsehe. Wenn die Staatsehe nicht wäre. Aber darauf kann ich mich jetzt nicht. Darauf kann ich mich jetzt nicht festlegen. Auf geht's, komm, wir müssen sie jetzt. Wir machen sie jetzt noch mal kleiner. Also hoffentlich. Fuck. Was zur. Warum minus 381? What the fuck? Die Festungen sind so scheiße teuer. Festungen sind so teuer. Okay.
Ach man, Lunak. Ich habe mich gerade erst wieder auf 11k hochgearbeitet. Ich habe schon lange Probleme mit der Kohle. Mache ich ja schon. Ich mache hier schon die ganze Zeit. Na, nützt das nicht allzu viel aktuell. Lava wird schon, okay. Das da unten interessiert mich relativ wenig. Hier ist auch nix. Okay. Kommt denn jetzt plötzlich die Minus so wegen der Korruption bekämpfen? Ja. Okay.
Danke, Hunnen, aber nein. Das kriege ich auch, glaube ich, ohne hin. Danke, aber nein, danke. Halt Armee minus 10%, das ist aktuell gar nicht verkehrt. Das ist aktuell nicht verkehrt. Aufräumen hier.
Ich würde sagen, Westrom scheint jetzt auch heilige Scheiße, ziemlich am Arsch zu sein. Wenn ich das so sagen darf. Oh nein, unser Flaggschiff. Ihr Schweine.
Ja, ernst. Euer Ernst anscheinend. Aber 50% dürften jetzt erstmal reichen. Sonst wieder mit Geld hinkommen. Also, was haben wir denn? Was nehmen wir denn? Lass mich mal überlegen. Ah, okay. Na, ich werde mich erst einmal etwas vergrößern rundherum. Das hier nervt mich auch. Ah, da will er nicht mehr. Okay. Aber ja, das sieht doch schon ganz okay aus. Ein bisschen Geld kann ich auch gut gebrauchen. Okay. Was ihr könnt
Ach, Somalia würde jetzt mitmachen. Warte mal. Oh, warte mal. Ja, dann hier, macht mit. Es ist noch besser. Dann kann ich sie richtig abfacken. Ja, okay, mach mal weiter, komm. Ah, das ist richtig stark. Jetzt ist Somalia mit dabei, das ist super. Allein deshalb lohnt sich es jetzt schon, noch ein Stückchen weiter zu machen. Stark. Das ist richtig, richtig gut. Stark, 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 stark. Richtig stark. Stark, stark, stark. Herrenschar, Militärzugang, nö. Ach, da schau an. England wird gerade zerlegt von Partikulatisten. Eventuell zerlegt sich England selber, was natürlich noch besser wäre. Da muss ich mich da nämlich nicht runterplagen. Das wäre ideal. Richtig stark.
Ja, der Kriegsstand geht nicht wirklich weiter nach oben. Das ist ein bisschen schade. Komm schon, komm schon da. In England soll sich neu bilden. Das wäre super, super, duper nice. Aber
richtig was tun? Tut Somalia auch nicht wirklich. Aber es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, dass sie jetzt gegen Westrum Beef haben. Das spielt mir super in die Karten. Das sieht richtig gut aus, okay. Oh, haben die denn jetzt verloren? Ah, okay. Aber jetzt kommt Somalia da endlich auch mal ein bisschen in die Gänge. Krankheit Samirna. Was? Achso, in Samirna. Was ist das für eine fucking Krankheit? Da habe ich noch nie was gehört. Ich würde gerne noch auf 70 kommen. Das ist nur etwas möglichst ohne England. Irgendwann wird es möglich sein. Ah, sieht doch gut aus. Da haben wir die 70%. Okay, ich glaube, jetzt reicht es aber wirklich. Ja, dann hätte ich noch gerne das hier. Immer noch nicht. Was soll das denn? Okay, oh je, das wird eine lange Liste. Das wird eine super fucking... Ich finde das lustig, dass sie das um keinen Preis hergeben wollen. Aber alles rundherum scheint ihnen scheißegal zu sein. Aber das eine! Das eine, das wollen sie nicht hergeben. Ich hätte mich ja auch hier schon in... Ah nee. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass sie sich dann selbst irgendwie neu bilden oder so. Ach herrje. Das wird eine fucking lange Liste werden. Oh mein Gott. Holy shit, Leute. Was?
Mit diesem Abkommen kann sich die Koalition gegen euch bilden. Scheiß drauf! Wer will mir denn schon was anhaben? Oh ja, okay, so. Einige Scheiße. Okay, ich denke mal, jetzt wird's knackig. Holy shit. Oh mein Gott. Okay, wir sind auf einmal ein bisschen größer geworden. Und jetzt muss ich gucken, was wir haben. Ey, was soll das denn hier? Das geht so nicht. Was ist hier los? Warum geht das nicht? Wer ist eigentlich? Ach, warum ist denn der connected? Disconnected, was soll das denn? Connecte dich gefälligst. Bayern, das sind wir mir. Jawohl! So, also was haben wir hier? Wir haben Agaia, wir haben Altmark, wir haben Anhalt, wir haben Aschaffenburg, wir haben Augsburg, wir haben Baden, wir haben Bikinge, wir haben Braunschweig, wir haben Bregenz, wir haben Breisgau, Besser, Kassel, Kelle, Durlach, Frankfurt, Goslar, Gottes Hausbund? Okay. Grauer Bund, Graz, Göttingen, Holland, ja. Halle, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Holstein, Hont, irgendwie so. Haya, in Bayern? Was? In Bayern? Okay. Konstanz, Kulm, Landshut, Lauenburg, Linz, Lübeck, Lüneburg, Magdeburg, Mainz, Memmingen, Minga, Nassau, Naugardukas, meine Güte, Neusandes, Ob der Enz, Oberhessen, Oberkärnten, Oppeln, Ostmark, Provinz 3341, Paderborn, Pinsk, Prerau, Prignitz, Ravensburg, Rostock, Rügen, Schonen, Salzburg, St. Gallen, Stade, Steiermark, Stralsund, Straubing, Stuttgart, Tarnau, Tischröhr, Zaungau, Trentin, Trient, Ulm, Unterkärnten, Urach, Wernwold, Weichbären, Weyun, Westfalen, Wismar, Wollhühnen? Was zum Ödenburg? Ach Gott. Ach, heilige Scheiße. Das war viel zu viel. Hallo? Sind es zu viele Einheiten? Nein, doch. So. Ich habe jetzt zwar die Hälfte von dem falsch ausgesprochen, aber scheiß drauf. Meine Güte. Und schon ist Bayern wieder ein kleines Stückchen größer. Aber nur ein kleines Stückchen. Okay, spätestens jetzt gibt es eigentlich niemanden mehr, der mir irgendwie in irgendeiner Art und Weise gefährlich werden könnte, meiner Meinung nach. Das müsste jetzt wirklich
vorbei sein. Bringt zu den Schwaben vor. Ja. Alle 50%. So, und wenn jetzt noch irgendwie England sich aufspalten würde, aber jetzt kommen, jetzt können sie es wieder übernehmen, aber trotzdem ist okay. So. Ah ja, Bestrom und Somalia sind nun Rivalen. Sehr gut, sehr gut. Das wäre richtig in die Karten hier. I like. Richtig stark.
Und wir haben die erneuerbaren Energien. Experten sagen, dass uns womöglich bald das fossilen Brennstoff ausgehen und dass deren Verwendung die Atmosphäre verschmutze. Sie schlagen eine Suche nach alternativen erneuerbaren Energien vor. Fusionsreaktor. Okay. Und wir haben die letzte freie Ideengruppe. Fusion ist die Zukunft. Das ist ja Quatsch. Ich würde mal sagen, wir nehmen noch die Wirtschaftsideen, um noch mal ein bisschen Geld rauszuholen. Das ist ja Quatsch. Ja, die Ideen sind bearbeitbar. Ich kann jederzeit welche wieder löschen und neu machen. Also sie sind nicht verändert in dem Sinne, sondern es gibt die, wo man schon kennt, und es gibt neue, die sie noch hinzugefügt haben, wie zum Beispiel die Order-IDs sind zum Beispiel noch dabei. Also es gibt ein paar neue und wie die frühen Ideen, die vor den normalen kommen, dann kommt dann eben dieser Hauptstrom, den man halt aus dem Hauptspiel kennt, und dann gibt es noch so zwei, drei Late-Dinger. Kaffeehäuser. Abenteuer, lustige Händler. Wir haben 1972 und die kommt jetzt mit Abenteuer lustig daher. Warum auch nicht? Ja, Provinzen überall. Es sind 5 Millionen. The fuck?
mein Gott, Westrum hat aber ganz schön dieses arme, große Deutschland vernachlässigt, ey. Das ist ja schrecklich. Roman Culture merging with local folk. Memmingen wechselt zu bayerisch. Ja, so sollte es ja auch sein. Somalia hat sich entschieden, selbst gegen Erancha. Okay, finde ich gut. Da muss ich mich wieder nicht drum kümmern. Habe ich kein Problem mit. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Shogunat will mit mir verbündet sein. Aha. Die Shogunaten wollen mit mir verbündet sein. Funanisches Ostsibiri. Was könnt ihr mir denn nicht... Was könnt ihr mir bieten? Nichts. Ja, waren sie eh schon mal. Und was werden sie tun? Sie werden mich ständig in irgendwelche Kriege ziehen, auf die ich keinen Bock habe. Also nein.
So, zwei. Händler. Neue Händler braucht das Land. Danke, Mike. Dir eine gute Nacht. Westrum ist nicht länger ein gültiger Rivale. Was soll das denn heißen? Was kann ich denn dafür, wenn sie scheiße sind? Thank you.
Click on scroll, ja. Das Raketenlenksystem. Mit der Hilfe von Lenksystemen werden unsere Raketen eine erhebliche gesteigerte Chance haben, ihre Ziele auch über weite Strecken zu treffen. M270M. Oh Gott, das sind ja nur noch Buchstabenzahlen, ey. TZH nach Raketentech, mein Humor. Das Internet. In der modernen Welt ist der einfache und schnelle Zugriff auf Informationen unverzichtbar geworden. Durch das Internet würden viel mehr Informationen eine noch größere Zielgruppe schneller erreichen. Dieses Internet.
Kapitän 75, Respekt, ja. Nein. Was komme ich hier nicht weg mit den ganzen Nachbauten, ey. Der Ulmer Münster. Das müssen wir erst einmal weiter ausbauen. Hier ist noch so viel zu tun. So wenig Geld. Sieg.
Ei. So viel Bauten. Wir haben das Internetzeitalter und in Somalia habe ich immer noch unentdecktes Land. Geile Sache. Ich bin auf dem Mond gewesen und ich habe immer noch unentdecktes Land. Ach, die werden nicht gefährlich groß. Entdeckt mal ein paar Sachen hier unten, ist ja schrecklich.
So, die Ulmer Münster. Prestige jährlich plus 0,25. Nein, ja. Schwanstein. Moralarmee, das ist überhaupt nicht verkehrt. Ja, aber tatsächlich ist Westrom jetzt unter Somalia gefallen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Trotzdem minus 63% kleiner als meine. Auch der Nord-Ostsee-Kanal kann weiter gebaut werden. Und wir können uns einen weiteren Händler leisten. So, 1. Januar 1980, das ist doch ein guter Zeitpunkt, um für heute Schluss zu machen. Also es sieht ja auf jeden Fall ganz danach aus, als hätten wir jetzt so ziemlich es geschafft, das Ganze zu... Also wir sind jetzt über den Punkt hinaus, wo uns irgendwer noch gefährlich werden könnte, glaube ich. Und ja, der Rest ist jetzt eigentlich fast nur noch Fleißarbeit. Yippie-yay-yay. Oh Mann.
Fleißarbeit. Oh Gott. So. Dann sage ich auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem nächsten Stream oder in einem anderen YouTube-Video wieder. Bis dahin wünsche ich einen schönen Abend, ja, und später eine gute Nacht und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.